Vocab, Unit 5, School, Not Just Lessons. Pages 84, 85. Das sind für euch jetzt schon alte Vokabeln, aber jetzt hört ihr noch die Aussprache. To finish, enden, beenden, zu Ende machen. Lessons finish at 3:30 p.m. Die Unterrichtsstunden enden, das heißt, die gehen von alleine zu Ende. Let's finish the exercise. Lasst uns die Übung fertig machen. Nicht die Übung beendet sich selbst, sondern wir machen sie fertig. Beide Bedeutungen sind in finish drin. Also ich beende etwas oder etwas endet von alleine. Finish is the opposite of start. To finish, to start. Notice board. Eine Anschlagtafel, ein schwarzes Brett. Notice board. Im Amerikanischen board. Notice board im Britischen. Program. Ein Programm. To paint. Malen, anmalen. Let's paint our faces for the party. Lasst uns unsere Gesichter anmalen für die Party. Das macht, glaube ich, in eurem Alter keiner mehr, aber das Buch ist für etwas jüngere Kinder. Kostümparty halt. Ship, ein Schiff. Ship. Rehearsal, Probe. Her, das ist der Bird-Laut. Den spricht man nicht ganz wie ein Ö, sondern wie ein Ö mit breitem Mund. Rehearsal. Und davon abgeleitet, to rehearse, proben. Also am Theater, ne? Auch Musiker proben. Spring, Frühling, Autumn, Herbst, Winter. Und dann fehlt natürlich noch Summer, der Sommer. Rechts seht ihr sie alle. Spring, Summer, Autumn, Winter. Show. Oh, das Wort ist ganz schwer. Was könnte Show denn wohl heißen? Als Nomen, eine Show, eine Vorstellung. To show, das Verb, zeigen. Can you show me your new computer? Kannst du mir deinen neuen Computer zeigen? To bring. Mitbringen, herbringen, bringen. Bring me the newspaper. Bring mir die Zeitung hierher. Now take it to Dad. Hinbringen, wegbringen. Da ist es take. To bring, herbringen, auf mich zu. Take, etwas an einen anderen Ort bringen. To use. Benutzen, verwenden. Can I use your phone, please? Kann ich dein Telefon bitte benutzen? Result. Ergebnis, Resultat. Result. Zweite Silbe betont. Junior. Junioren, Jugend. Choir. Der Chor. Mit O-I geschrieben, aber wire gesprochen. Choir. Pirate. Pirat oder natürlich auch eine Piratin. A pirate. Erste Silbe im Französischen. Pirat. Im Französischen sage ich schon im Englischen. Pirat, aber pirate. To practice. Üben, trainieren. To practice. Exciting. Aufregend, spannend. Exciting. Exciting. We, you, they, were. Das kennt ihr schon aus der Grammatik von der letzten Seite. Das ist die Vergangenheitsform von be. In der Gegenwart, we are, Vergangenheit, we were. You are, you were. They are, they were. I was at home last night. Where were you? Dieses were ist eigentlich auch so ein Birdlaut wieder, so ein breites Ö. Wird aber, wenn man schnell spricht, gerne zu einem W. Miss White. Frau White, wenn man betonen möchte, dass sie unverheiratet ist. Heutzutage sagt man häufig Miss. Das ist dann so eine Mischung aus Miss und Mrs., wenn man es einfach nicht sagen will oder nicht weiß, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Miss
unverheiratete Frau. Group, eine Gruppe, group. To sound, klingen, sich anhören. To sound good, sich gut anhören. To sound bad, sich schlecht anhören. A party in the park, that sounds very nice. Hier ist es jetzt nicht klingen im Sinne von Musik, sondern das hört sich gut an im Sinne von, das könnte eine gute Idee sein. Sound ist der Laut oder der Klang oder auch das Geräusch. Kid, ein Kind, ein Jugendlicher. Das kommt eigentlich aus dem Amerikanischen, hat sich aber inzwischen international verbreitet. Kid, Jugendlicher. Ticket, eine Eintrittskarte. Tickets for the party are £2.50. Yesterday, gestern. Yesterday I was home late. Gestern bin ich spät nach Hause gekommen, war ich erst spät zu Hause. Gibt auch ein berühmtes Lied namens Yesterday. Könnt ihr mal googeln oder auf YouTube suchen. Cinema, das Kino. Swimming pool, das ist natürlich ein Schwimmbad oder ein Schwimmbecken. Es ist aber nicht nur der Pool draußen, sondern kann auch ein Hallenbad sein. Sports Center, das Sportzentrum. Terrible, schrecklich, furchtbar. Terrible. Oder wenn man es schnell spricht, terrible. Da ist das I nur noch so ein I. Mistake, Fehler. Zweite Silbe betont. Mistake. There are three mistakes in your essay. In deinem Aufsatz sind drei Fehler. I can't wait to see. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen. The band is great. I can't wait to see their next show. Ich kann es gar nicht erwarten, ihre nächste Show zu sehen. A minute ago. Vor einer Minute. Where's Dan? He was here a minute ago. Ago steht immer hinter dem Nomen. Wir sagen vor einer Minute, aber ago steht immer hinten dran. To phone. Oh, ist ein ganz schweres Wort. Oh, wie soll man sich das merken? Telefonieren, anrufen natürlich. Das heißt, phone ist einerseits das Telefon und andererseits aber auch telefonieren. So wie sound auch klingen oder der Klang sein kann. Da gibt es ganz viele Wörter, die können beides sein, Nomen und Verb. Woran erkennt man's? Na? Das Verb steht im Satz an zweiter Position als Prädikat, ne? King, der König, ist ganz schwer. Wer jetzt nicht an Burger denkt, weiß ich auch nicht. Okay, Diary, ein Tagebuch oder auch ein Terminkalender. Auch euer Lernplaner würde vermutlich als Diary bezeichnet. Diary, Diary. Und jetzt haben wir eine neue Vergangenheitsform. Had, das ist die Form von have und auch von have got. Yesterday I had breakfast at 6 o'clock. Gestern frühstückte ich um 6 Uhr oder habe gefrühstückt. Ist beides die gleiche Zeit im Englischen. In 1998 we had a dog. 1998 besaßen wir einen Hund. Now we've got two cats. Jetzt besitzen wir zwei Katzen. Und niemals we had got. Das heißt nämlich, wir hatten erhalten und dann wieder verloren. Und klingt außerdem doof. Said, wieder eine Vergangenheitsform. Und zwar von say. Be quiet, the teacher said. Sei still, sagte der Lehrer oder die Lehrerin. To be cross with somebody. Böse sein auf jemanden, sauer sein auf jemanden. Beleidigt sein wegen jemandem auch manchmal. Mom was cross with me because I was late. Mama war sauer auf mich, weil ich zu spät war. Saw, das ist die Vergangenheit von see. Dan laughed when he saw his brother. Ist übrigens ein berühmter Google-Fehler. Saw kann nämlich auch die Säge sein. Das ist so eines von diesen Wörtern, wo man wissen muss und wo man denken muss, bevor man es nachschlägt. Saw, see. Und jetzt sind wir gleich mal bei den ganzen unregelmäßigen Vergangenheitsformen. To come, came. Ich kam. Ihr merkt, Englisch und Deutsch sind verwandte Sprachen. To do, tun.
Did, tat. Na, da ist uns jetzt nicht so verwandt. To get up wird zu got up. Aufstehen. Got kennt ihr aus have got. In ungefähr 2 Jahren werdet ihr verstehen, warum das so ist. Jetzt merkt ihr euch erstmal get up, got up. Go wird ganz anders. Go wird zu went. Go, went. Make, made, machte. Run, ran, lief, rannte. Sit, sat, saß, setzte sich. Take, took, nahm. Oder auch brachte weg. Take, took. Und das letzte, tell, sagen, erzählen. Told, sagte, erzählte. This morning, heute Morgen. This afternoon, heute Nachmittag. This evening, heute Abend. I can meet you at 2 o'clock this afternoon. Ich kann dich heute Nachmittag um 2 treffen. We didn't sing. Wir sangen nicht oder auch wir haben nicht gesungen. Ananda didn't sing, but she made the programs. Ananda hat nicht gesungen, aber sie hat die Programme gemacht. To stay, bleiben. Prunella didn't go to the spring show. She stayed at home. Sie blieb zu Hause, sie ist zu Hause geblieben. City ist eine Großstadt. Ursprünglich mal war eine City alles mit einem Dom. Inzwischen ist man da etwas freier. Museum, ein Museum. 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 Ein Museum. Did you go? Bist du gegangen? Oder auch seid ihr gegangen? You kann ja immer beides sein. Did you go? Wird's, wenn man schnell spricht. Dann wird das D, J wird zum J. Did you go? Aber wenn man es gründlich sagt, did you go? Seid ihr gegangen? Bist du gegangen? Oder auch gingst du? Oh Gott, das sagt doch keiner. A special day, ein besonderer Tag. Special, besonders. My birthday is always a special day. Und last Christmas und someone special, ne? Ihr kennt das Lied. Gut, nächstes. A phone call, ein Anruf oder auch ein Telefongespräch. A phone call. Your best friends. Deine besten Freunde oder natürlich Freundinnen. Your best friends. Extra, zusätzlich. Oh, here's Sophie. We need an extra plate. Wir brauchen einen zusätzlichen Teller. Syllable. Das ist eine Silbe. Syllable. There are 2 syllables in mistake. Miss and take. Report, to report on, a report on, ein Bericht, eine Reportage über. There was a report on the spring show on the radio. Im Radio war ein Bericht über die spring show, also die Frühlingsaufführung, das Frühjahrskonzert. Elephant, ein Elefant. Und das war's mit der A-Section. Viel Erfolg beim Lernen. Goodbye.